Servus zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich mache heute Fotos in der Natur. Wir haben noch Vormittag und ich bin jetzt hier 2 Kilometer weg vom Ammersee, mitten in die Landschaft reingelaufen, auf dem Acker. Neben mir ist die Amper, das ist der Überlauf zum Ammersee. Und hier in dem Gebiet möchte ich mich ein bisschen bewegen und mein fotografisches Auge einfach weiter schulen, um was aufzunehmen. Und was mir jetzt hier beim Querfeldein über diese Forstwege aufgefallen ist, dass in dem Feld ganz viele Spinnweben sind. Und die möchte ich einfangen. Und von meinem letzten Makrovideo habe ich gelernt, ich kann mich und will mich nicht so sehr in Zukunft an Spinnen rannähern. Ich habe da ein bisschen Schiss. Deswegen versuche ich das Bild jetzt einfach mal mit dem Zoom, mit dem 70 bis 180 aufzunehmen. Bleibt dabei, schaut mir zu, vielleicht kommen heute echt ein paar coole Fotos zustande. Ich muss mich hier auch erstmal orientieren, aber das wird bestimmt gut. Los geht's! Also jetzt hier hinter mir sind hunderte von Spinnennetzen. Also meine Überlegung ist die, wenn ich jetzt von unten nach oben fotografiere, habe ich das Spinnennetz im Himmel. Das hebt sich null ab. Ich brauche ein bisschen Kontrast und diese grüne Wiese ist mein Kontrast zu dem weißen Spinnennetz. Und das Spinnennetz ist durch den Morgentau auch so ein kleines bisschen benetzt. Hier diese schönen Grashalme hier und hier und den im Hintergrund kriege ich im Hochkantformat super gut rein. Da ist kein L-Winkel dabei, das macht nichts. Ich mache es jetzt einfach so. Fotografiere von oben halbwegs nach unten. Und da sich die Grashalme bewegen, brauche ich auch eine relativ schnelle Belichtungszeit, sonst würden die total verschwimmen. Also, und das Ganze gehe ich jetzt so an. Ich bin hier im M-Modus an meiner Kamera. Ich möchte nicht die Automatik alles machen lassen, weil ich will bestimmen, was scharf sein soll, was für eine Blende ich verwende, wie lange ich belichte. Deswegen M-Modus hier an der Sony. Und im nächsten Schritt schaue ich jetzt erstmal, dass mein Horizont gerade ausgerichtet ist. Und das ist ja gerade überhaupt nicht. Aber jetzt. Gut, jetzt müsste ich tatsächlich noch ein Stück nach oben, dass ich den Grashalm da oben noch mit drauf kriege. Toll. Okay, von der Bildkomposition habe ich es jetzt so gemacht, dass ich das Spinnennetz bei meiner Drittelregelung ins rechte Drittel packe. Die Grashalme schauen oben über den Horizont heraus und geben dem Bild ein bisschen Stimmung. Ein klein bisschen verrutschen die auch noch aus dem Bild raus. Da muss ich ein Stückchen zurück, also das ist jetzt echt Millimeterarbeit hier. Aber damit bin ich schon recht happy. Ja, jetzt muss ich die Kamera wieder ein bisschen in die Waage bringen. Ja. Sieht doch ganz gut aus. So, jetzt knüppel ich die Kamera fest. Von der Belichtungszeit her und Blende her macht es, glaube ich, Sinn, die Blende ziemlich arg zu schließen auf eine 8er. Das mache ich jetzt mal auf eine 8er Blende. Und fotografiere auf eine 8er Blende auf 1/200 oder sowas. Wenn ich die Belichtungszeit noch mehr schließe, wird es mir hier zu dunkel. Ja, auf 1/200. Und so mache ich jetzt das allererste Bild. Halt, Moment. Und fokussieren tue ich jetzt hier im manuellen Fokus, also MF habe ich jetzt angeklickt. Such mir hier in der Focus Area M aus, das heißt, ich kann meinen Fokuspunkt hier mit dem Joystick genau in die Mitte des Spinnennetzes verschieben, was ich jetzt auch mache. Gehe dann jetzt hier in meine Display-Lupe rein und ziehe am Fokusring den Fokus schön scharf, dass ich diese Wassertropfen richtig schön sehen kann und das ist jetzt der Fall. Besser kriege ich es nicht hin. Okay, hier sind so viele Spinnennetze, vielleicht gehe ich hier noch mal ein bisschen rum und fotografiere aus der Hand noch mal 2, 3.
weil bei so einer kurzen Belichtungszeit kann ich die Kamera auch super in der Hand halten. Da brauche ich kein Stativ dafür. Jetzt sind hier so viele Spinnennetze. Und auch hier werde ich jetzt wieder manuell fokussieren. Ja, sehr, sehr geil. So, und jetzt möchte ich spaßeshalber nicht auf einer 8er Blende, sondern mal auf einer 2,8er Blende fotografieren, dass der Vordergrund und Hintergrund komplett unscharf wird. Also nur das Spinnennetz sollte scharf werden. Und wenn ich das mache, kommt ja viel mehr Licht ins Objektiv rein und somit muss ich die Verschlusszeit noch mehr verkürzen. Ich schaue jetzt mal, was da Sinn macht. Auf eine 1600stel bin ich. Und das Bild schaut so schon mal richtig, richtig geil aus. Das gefällt mir gut. So, jetzt stelle ich nochmal scharf, weil es unheimlich wichtig ist, bei meinen Fotos zumindest. Das mache ich schön wieder im manuellen Modus. Wow! Wow, das sieht echt gut aus. Also hier ist jetzt nicht das Fokussieren das Schwerste, sondern tatsächlich die Bildkomposition, weil die Wiese komplett voll ist irgendwie. Hier ist richtig viel los, sag ich mal. Da hinten habe ich noch einen wunderschönen Spinnennetz. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Es gibt hier so viele Spinnennetze. Hier ist noch mal eins, welches genau gegen die Sonne zeigt. Auch wunderschön. Manuell fokussieren, bis das Ding scharf ist. Und abballern. Boom. Also auf einer 2,8er Blende kommen die Bilder richtig gut. F8 war cool, aber 2,8 gefällt mir halt viel, viel besser. Und wenn ich am Zoom herumspiele, muss ich auch immer wieder neu fokussieren. Aber mit ein bisschen Übung klappt das ganz gut. Ich bin voll begeistert. Das habe ich echt noch nie gemacht, Spinnennetze fotografieren. Macht aber richtig Spaß. Vor allem übe ich mich mit dem manuell Fokussieren und werde so auch schneller. Wer hätte das gedacht, dass das hier gut klappt? Geile Sache. So, also was ihr aus meiner Aktion gerade mitnehmen könnt, wenn ihr Spinnennetze fotografieren wollt, macht es am Morgen. Wenn die Spinnennetze wirklich hier mit diesem Morgentau noch benetzt sind, fotografiert eher vom Winkel hier von oben nach unten und gegen die Sonne. Und dann kommen solche Bilder zustande. Hohe Belichtungszeit ist wichtig, dass man diese Grashalme und das Spinnennetz auch scharf drauf bekommt, dass es nicht verwischt. Und dann wird's was. Und in meinem Fall waren jetzt die Bilder auf einer 2,8er Blende richtig gut. Die haben mir gut gefallen. Also das hat sich schon wieder gelohnt für mich, hierher zu laufen, weil ich was Neues dazugelernt habe und weiß fürs nächste Mal, bam, wie ich es mache. Weitwinklig könnte man das Ganze auch machen, aber ich hätte jetzt einfach mal Bock, das mit dem Zoom umzusetzen. Eigentlich wollte ich ja die Bäume da vorne fotografieren. Aber das ist gar nicht so easy, hier irgendwie ans Wasser ranzukommen. Ich will auch nicht hier unnötig durchs Naturschutzgebiet trampeln. Was hier auch ganz geil ist, sind überall diese Heuballen. Aber um die zu fotografieren, müsste ich tatsächlich früher kommen, wenn hier noch Nebel über der Wiese ist. Das könnte ich mir auch vorstellen. Diese Heuballen mit den abgestorbenen Bäumen da hinten im Hintergrund könnte ein gutes Motiv sein. Aber das funktioniert heute nicht, weil der Nebel schon weg ist. Bin zu spät dran. War vorher noch im Kindergarten, die Kleine abgeben. Aber egal. Ich schlage mich jetzt mal da durch, laufe über die Wiese Richtung Wasser. Puh, ich komme hier nirgendwo ans Wasser. Also ich komme hier tatsächlich nirgendwo ans Wasser, weil das Ufer ist mit dem Schilf komplett zugewachsen. Dafür stand ich schon oft knöcheltief im Wasser. Ich hätte meine Wanderschuhe besser mal anziehen sollen. Die sind ein bisschen wasserabweisender als diese Übergangsstiefel. Also es ist gar nicht so einfach, hier auf dem Feld irgendwas Cooles noch zu finden, bei dem Licht zumindest. Aber hinter mir sind diese abgestorbenen toten Bäume. Die möchte ich mal einfangen, dass ich zumindest mit einem Landschaftsbild nach Hause gehe. Aber schauen wir mal, was sich da anbietet. Die Kamera ist noch an, wunderbar.
Schauen wir mal, was wir da machen können. Hier schalte ich jetzt ruhig mal wieder um auf Autofokus, weil hier ist nichts Kompliziertes. Also ich sehe hier folgendes Motiv. Diese Baumreihe hinter mir und den Strohballen. Wenn ich den Strohballen und die Bäume mit aufs Bild bekomme, könnte ich dann happy sein mit dem Foto. Bilde ich mir zumindest ein. Jetzt suche ich mir noch schnell einen erhöhten Standpunkt. Dann nehme ich am besten hier den Strohballen und mache das Bild aus der Hand. So. Der Strohballen, der steht leider 1-2 Meter zu weit vorne. Ob ich den vielleicht hier irgendwie nach hinten rollen kann? Scheiße. Ich könnte da vergessen, ey. Leute, das wird nichts. Das wird nichts. Superkräfte habe ich leider keine. Dann eben mit Strohballen im Vordergrund. Was willst du machen? Da bietet sich jetzt an, das Ganze auch mal hoch kann zu fotografieren. Und dann habe ich mein Bild auch im Kasten. Ich muss noch ein Stück zurückgehen. Anfokussieren durch die Bäume ganz da hinten. Und dann sollte schon was werden. Ist nur die Frage, hebe ich die Bäume in den Himmel? Von unten fotografieren? Ja. Das kommt auch ganz gut. So gefällt mir das Bild vielleicht noch viel besser, weil ich einfach einen ganz interessanten Vordergrund habe durch diesen Strohballen. Und hier kann man echt ganz gut sehen, wie weit ich weg bin, allein auf 70 mm, um so hohe Bäume zu fotografieren. Ja, und solche Fotos macht man eben in der Landidylle, wenn man keine besonders schöne Architektur zur Auswahl hat. Aber mich macht es happy, mich macht es glücklich. Und auch bei dem Bild geht es eigentlich auch wieder um die Komposition. Wie mache ich es? Und dadurch, dass ich mir dieses Gitternetz eingeblendet habe, mit der Drittelung, ist mein Vordergrund im unteren Drittel und die Bäume nehmen 2/3 des Bildes ein. Das ist für mich ein stimmiges Bild. Auch wenn es nichts so Krasses ist, trotzdem was Schönes. Was unter Umständen auch ganz gut ist, diese schönen lila Blumen mit in den Vordergrund zu nehmen. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht drauf rumtrampel. So wären die jetzt auf einer 5er Blende leicht verschwommen und fokussieren tue ich nochmal auf die Bäume. Ich mache das so, dass ich jetzt im ersten Schritt die Bäume manuell anfokussiere. Die sind jetzt fix. Und im zweiten Schritt suche ich die Bildkomposition. Dafür gehe ich auch ganz, ganz niedrig mit der Kamera. Super schwieriges Bild, finde ich. Aber ich denke, es ist gelungen. Und vielleicht noch mal ein kurzes Wort zu dem Objektiv. Ich habe hier das Tamron 70-180. Also es ist tatsächlich mein ständiger Begleiter bei der Landschaftsfotografie, weil ich da Motive einfangen kann, die mir vorher einfach nicht möglich waren. Und die 180 mm reichen mir tatsächlich. Letztens habe ich sogar im Regen dabei gehabt, es hat im Objektiv nichts ausgemacht. Also es hat es gut überstanden, die A7-3 auch, obwohl die ja nur Spritzwasser geschützt ist. Aber das Tamron hat durch diese 2,8er Blende wirklich enorme Vorteile, da auch am Abend schöne Fotos zu machen. Und das Bokeh finde ich auch halt einfach richtig geil, wie ihr das jetzt hier an der Blume auch sehen könnt.
was für mich ganz praktisch ist. Auf Wandertouren bin ich ja immer viel unterwegs. Manchmal wird es auch holprig. Ich habe hier so einen Lockmechanismus, damit das Objektiv nicht rausfährt, sonst wird es klappern. Wenn man es aber auch so nach unten hält, fällt es nicht direkt raus. Ja? Man muss schon wirklich dran drehen. Ja, so leichtgängig ist es nicht, aber dieser Lockmechanismus ist richtig, richtig gut. Und ich habe es auch so gemacht, ich habe mir so einen Step-Up-Ring von 67 mm auf 72 mm draufgebaut, dass ich da auch noch einen ND-Filter draufschrauben kann, wenn es nötig ist. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwas Schönes finde und lauf mal da querfeldein wieder in die Richtung. Macht Spaß. So, das nächste Motiv habe ich schon wieder gefunden. Da hinten ist ein ganz kleiner, unscheinbarer Nadelbaum auf der Wiese mittendrin. Und den möchte ich jetzt auch fotografieren in Kombination mit diesen Strohballen, die da auch ganz in der Nähe sind. Laufe durchs Wasser, so für euch. So, und das möchte ich auch mit dem 70 bis 180 fotografieren. Und muss nur schauen, wie ich hier einigermaßen trockenen Fußes da durchkomme. Da hinten ist der Baum. Schon die Füße patschnass mache, beziehungsweise die Schuhe, dann will ich auch diesen Baum nicht 0815 mäßig einfangen, sondern binde hier diese Wasserpfützen mal als Spiegelung mit ein. Seht ihr die Pfütze? Und die nehme ich und fotografiere da den Baum. Ich habe halt die Hoffnung, wenn ich sehr, sehr tief fotografiere oder sehr tief runtergehe mit der Kamera, dass sich dieser Baum hier in der Pfütze, die ja gut 100 Meter weit weg ist von dem Baum, dass sich der Baum da drin spiegelt. Da habe ich jetzt Bock drauf, weil ich ein bisschen faul bin und nicht in der Hocke meinen Fokus manuell stellen möchte, fokussiere ich den Baum jetzt hier an, weil ich mich auf derselben Schärfeebene hier befinde und mache das auch auf einer 2.8er Blende, weil ich einfach Bock habe, diesen Bokeh-Effekt hier in dem Bild mit aufzunehmen. Und ich hoffe auch, dass er sich tatsächlich geil hier spiegelt, auch in dieser tiefen Pfütze. So, jetzt ziehe ich hier erstmal den Fokus, gehe in die Fokuslupe rein. Wow, okay. Der ist jetzt richtig schön scharf, super. Die Belichtung kann ich jetzt hier auch schon wählen, weil ich werde ja von unten nach oben fotografieren, auf einer 2.8er Blende, sagen wir mal, und 1250stel Belichtungszeit. Und auf ISO bleibe ich ISO 100, 125 sowas. Ja, und jetzt kommt der schwerste Part. Ich muss noch tiefer, ja Wahnsinn. Noch tiefer. So, jetzt habe ich meinen Christbaum richtig schön in der Mitte. One shot. One shot. Bam-Foto. Das hat mir gut gefallen. Leck mich am Arsch. Geil. Geil, geil, geil. So im Querformat auch nochmal. Oh, Leute. Also wenn das nichts ist, ne, fresse ich einen Besen. Ah, ich stehe ja wieder voll im Wasser. Shit. Aber für das Bild muss das jetzt einfach sein. Also, wer hätte das gedacht, dass ich hier auf dem Acker noch mal so ein Bild hinkriege?
super nice. So, ich filme jetzt auch mal für euch die ganze Nummer, damit ihr es ungefähr erahnen könnt, wie es hier aussieht. Und das macht halt echt einen wahnsinnigen Unterschied, ne? Ob ich das Bild jetzt hier so fotografiere, ohne die Pfütze, oder ich gehe wirklich runter und schaue, dass sich der Baum hier irgendwie drin spiegelt. Boah, wackelig. Gut. So Leute, ich bleibe wieder beim 70 bis 180. Da vorne ist ein abgestorbener Baum, der am Ufer so Richtung Wasser reinragt. Und diese Amper ist momentan wirklich spiegelglatt. Und weil wir vorhin bei Spiegelungen waren, versuche ich diesen Baum mal mitzunehmen. Hier kann ich ganz, ganz schlecht ein Stativ aufbauen. Aus dem Grund mache ich es jetzt aus der Hand. Und da bin ich mal gespannt, wie ich das mache. Der Himmel ist jetzt nicht der schönste, leider. Aber die Spiegelung kriege ich ganz gut drauf. Ich bleibe in dem Fall jetzt hier auch auf dem Autofokus. Die Kamera fokussiert den Baum schon recht schön an. Und von der Bildkomposition her packe ich ihn auch in die rechte Seite, weil er ja am rechten Ufer ist. Ich könnte es jetzt auch hochkant mal machen. Dadurch, dass jetzt hier ein kleines bisschen doch Wellenbewegung in dem Fluss ist, ist das Spiegelbild von dem Baum im Wasser nicht ganz so super, aber ist trotzdem mal ein Versuch wert. Jetzt mal auf einer 6er Blende und 1/800 Belichtungszeit. Ob das jetzt einen Unterschied macht, von hier weiter oben zu fotografieren, kann ich euch gar nicht sagen. Kommt wahrscheinlich mal auf den Versuch hier drauf an. Ah, da sind hier die Äste im Weg. Ne, das bringt mir gar nichts. Aber was ich machen kann, dieser Baum, der ist so richtig schön rund geformt. Vielleicht kann ich den Baum jetzt hier mal fotografieren mit dem 1635 und binde einfach hier diese Krümmung als Rahmen oder sowas mit ein. Und ich denke mal, dass das jetzt auch mein finales Bild dann wird, statt einfach nur bam auf die Wasseroberfläche zu fotografieren. Und das Bild setze ich jetzt mit dem Weitwinkel um mit dem 1635 und werde da auch einen Polfilter draufschrauben, um diese Spiegelung aus dem Fluss, der wirklich wahrscheinlich fast weiß auf dem Bild aussieht, dass ich die schön rauskriege. Also mit dem Polfilter werde ich das jetzt machen und dem G-Master 1635. So. So, und jetzt kommt der Polfilter ins Spiel von meinem Nisi V6 Filteradapter. Der war hier schon dabei bei diesem Kit. Leider ist er auch immer wieder dreckig und ich kann euch echt nur diesen Giotto Airblower empfehlen. Den habe ich auch verlinkt, sind ein paar Euro, aber es macht echt Sinn, dieses Teil mitzunehmen. Der pustet den Sensor schön frei und ja, hier mein Filterhalter. Gut, und den Filterhalter schraubt man jetzt hier einfach drauf. Ich habe hier die 82er Version, 82 mm, der passt super auf mein Objektiv. Und hier an dem Rad kann ich den Polfilter, hört ihr es? Kann ich den Polfilter schön verschieben und dann kriege ich die Spiegelung aus dem Wasser. So, ich bin jetzt hier auf 16 mm und zeige euch jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich hier an dem Polfilter drehe. Alles weiß und hier kriege ich die Spiegelung schon mal schön raus. Ja, sieht doch toll aus. Wenn ich mir jetzt hier Richtung Baumstamm rüberlehnen, habe ich durch diese Wölbung da oben fast so ein Herz auf meinem Foto. Sieht richtig toll aus. So, jetzt nochmal hier die Spiegelung abchecken, erstmal rausnehmen. Ja, das sieht super aus, das mache ich das Bild genauso. Bam, sehr schön.
So Freunde, mit diesen schönen Enten im Hintergrund verabschiede ich mich jetzt von euch. Ihr habt gesehen, es braucht nicht so viel, um gute Bilder in der Landschaft zu machen. Man braucht nicht unbedingt einen See zu Hause. Ich bin einfach auf den Acker am Vormittag rausgegangen, habe mein Teleobjektiv ausgepackt und einfach gute Fotos gemacht. Ich freue mich riesig, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Habt eine gute Zeit, gebt mir gerne ein Like fürs Video. Ich freue mich auch über jeden Kommentar. Bye bye, euer Siggi. Thank you.